Hey Leute, auf meinem Kanal seht ihr normalerweise die neueste und beste Technik, aber heute will ich über die größten Flops der Technikgeschichte reden. Über Technik, die Millionen Schäden erzeugt hat, Menschen verletzt und sogar eine künstliche Intelligenz, die sich gegen die Menschheit gewandt hat. Den Anfang macht Apple AirPower, ein Wireless Charging Pad, das zusammen mit dem iPhone 10 vorgestellt wurde im Jahr 2017. Und erstmal klang die Idee großartig. Ein ovales Pad, wo man sowohl das iPhone als auch die Apple Watch als auch AirPods drauf laden kann. Und es erkennt einfach, wo die Geräte liegen und gibt denen dementsprechend Strom. Und 2018 sollte das Ding rauskommen. Und 2019 wurde es dann eingestellt. Und das, obwohl man sogar schon auf der Verpackung von AirPods Bilder drauf hatte, von AirPower, und es eigentlich so sicher war, dass dieses Produkt rauskommt. Aber letztendlich wurde es eingestellt, weil es zu viel Hitze erzeugte und Apple darin eine zu große Gefahr für die Nutzer sah. Es gab aber sogar Prototypen, die es ans Licht der Welt geschafft haben. Also wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann in der Zukunft dann doch mal AirPower, vielleicht kriegt Apple doch noch raus, wie sie dieses Ding hier ermöglichen können. Aber bis dahin haben wir wohl MagSafe, was das ziemliche Gegenteil von AirPower ist. Der vielleicht berühmteste Technik-Fail in der Geschichte ist das Samsung Galaxy Note 7. Das explodierte. Dabei wurde das Smartphone eigentlich sehr positiv empfangen in den Reviews und auch ich war damals begeistert. Es war ein schönes Gerät, es hatte die neueste Technik, es machte einfach Spaß, es zu benutzen. Aber dann plötzlich fingen ein paar der Geräte Feuer und dann ein paar mehr. Und dann hat Samsung ein Update ausgerollt, was den Akku limitierte, sodass er nicht mehr seine volle Kapazität hatte, sondern nur noch etwa 60%. Und schlussendlich haben sie alle 2,5 Millionen Geräte zurückgerufen, was natürlich einen immensen finanziellen Schaden darstellte. In Flugzeugen wurden Durchsagen gemacht, dass man nicht fliegen darf, wenn man ein Samsung-Smartphone benutzt, obwohl es ja eigentlich nur das Note betraf. Aber warum ist das Smartphone eigentlich explodiert? Akkus sind immer ein komplexes Thema, aber um es simpel zu erklären, es lag daran, dass es ein spitzes Element gab neben dem Akku und der Akku zu wenig Platz zum Ausdehnen hatte. Und Akkus dehnen sich halt aus, wenn sie aufladen oder in der Sonne liegen. Und dann piekste der Akku sich selbst auf, fing Feuer und explodierte. Er ist sozusagen selbst ins Messer gelaufen. Obwohl Samsung seitdem viel über Akkusicherheit spricht, haben sie, glaube ich, diesen Schaden immer noch nicht ganz überwunden. Aber immerhin konnte Samsung 2,5 Millionen Geräte bzw. Bomben verkaufen. Amazon hat das nicht geschafft mit seinem ersten eigenen Smartphone, dem Fire Phone. Es gibt nicht viele Infos zu den Verkaufszahlen, aber sie sollen unter 40.000 Geräte gewesen sein. Das Smartphone wurde in 2014 vorgestellt und sieht ziemlich basic aus. Wirklich nicht besonders schön, sieht eigentlich fast aus wie ein Prototyp. Hatte aber auf der Vorderseite 5 Kameras, um das Gesicht und die Augen des Benutzers zu tracken und einen 3D-Effekt zu erzeugen. Das war allerdings mehr Gimmick als tatsächlich praktisch. Außerdem hatte sich Amazon die Mühe gemacht, ein eigenes Betriebssystem auf der Basis von Android zu entwickeln. Was aber bedeutete, dass dieses Betriebssystem einfach nicht so viel konnte wie Android und es gab keine Play-Services und das war auch schon damals echt blöd. Und sogar Huawei ist untergegangen, als sie keine Play-Services mehr hatten. Also Amazon hätte sie haben können und ist stattdessen einfach freiwillig untergegangen. Außerdem war das Gerät mit 450 Euro nicht gerade billig für die gebotene Technik. So wundert es ein wenig, dass es nie einen Nachfolger gab und Amazon 170 Millionen Dollar an Verlust verbuchen musste. 2020 versteigerte der Twitter-Gründer Jack Dorsey seinen ersten Tweet für 2,9 Millionen Dollar an den Bridge Oracle CEO Sina Estivi. Diese Auktion galt als Meilenstein der NFTs, weil sie sehr viel Aufmerksamkeit bekam und diese Technologie sehr viel berühmter machte. Am 7.4.2022 verkündete dann der Käufer, dass er den Tweet verkaufen will und die Hälfte des Geldes, jedoch mindestens 25 Millionen US-Dollar, spenden möchte. Nun, ganz so gut lief es nicht. Am Ende der Frist der Auktion hatte er Angebote zwischen 6 Dollar und 277 Dollar und entschied sich dann, den NFT doch nicht zu verkaufen. Das höchste Angebot liegt bis heute bei 6.800 Dollar. Das war ein ziemlich schlechtes Investment. Ich habe aber das Gefühl, dass mit Twitter bald noch ein ziemlich anderer reicher Mann ein schlechtes Investment gemacht hat. Eine sehr viel bessere Investition als NFTs sind aber meine dynamischen Wallpaper. Mit 8 unterschiedlichen Lichtstimmungen passen sie sich dynamisch über den Tag hinweg an. Das hier ist der neueste für den Monat Dezember. Ihr könnt aber auch beim All-Time-Favorite vorbeischauen, Contour. Oder für diesen Wallpaper musste die Kamera 72 Stunden stillstehen auf einem Bauernhof. Und wenn ihr an Kaffee interessiert seid, es gibt gerade eine Limited Edition von meinem Weihnachtscafé. Schaut vorbei auf www.kram.store.
Künstliche Intelligenz ist ein Thema, was die Menschheit schon lange beschäftigt und heute ist es allgegenwärtig. Als Microsoft Tay ankündigte, sollte das ein freundlicher, weiblicher Chat-Avatar werden für Twitter, Snapchat und auch Instagram. Microsoft bezeichnete die künstliche Intelligenz als Experiment, um menschliche Konversationen zu lernen und er sollte aufheitern, einfach ein lustiger Kumpane sein, mit dem man schreiben kann. Doch Microsoft hatte die Rechnung ohne die dunkle Seite des Internets gemacht und die fütterte die künstliche Intelligenz mit rassistischen, antisemitischen und sexistischen Kommentaren und ich will wirklich keinen davon vorlesen und Microsoft hat sie alle löschen lassen, aber es ist wirklich krass, wie nach nur 16 Stunden und 96.000 Tweets die künstliche Intelligenz offline genommen werden musste und bis heute nicht wieder zurückkam. Und der aktuellste Technik-Fail ist Google Stadia. Ich meine, Google hat schon echt viele Projekte eingestellt. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Da ist Google Glass, da ist Google Plus, Google Duo. Es gab auch noch den Nexus Q Player. Man könnte wahrscheinlich ein ganzes Video nur mit den Fails von Google machen. Aber Google Stadia ist deswegen besonders krass, weil nicht mal die Mitarbeiter selbst bis zur offiziellen Stellungnahme wussten, dass Stadia eingestellt wird. Und plötzlich saßen sie da und es gab ihren Job nicht mehr und sie wurden direkt in andere Abteilungen von Google verlagert. Stadia war ein Cloud-Gaming-Streaming-Service. Da kann man überall, egal auf dem Tablet oder Smartphone oder Fernseher, spielen über die Cloud, wo dann ein starkes Rechenzentrum steht. Eigentlich eine coole Idee und in meinen Augen auch die Zukunft von Casual Gaming. Dasselbe gibt es auch mit Nvidia GeForce oder Xbox xCloud. Und genau das war das Problem. Google Stadia hatte nicht so richtig eigene Argumente, warum man ausgerechnet Stadia spielen soll und nicht xCloud. Sie hatten keine eigenen Titel und immer wenn sie große Blockbuster-Titel wollten, mussten sie sehr viele Millionen an Geld in die Hand nehmen und es gab einfach nicht genügend Nutzer, als dass sich das gelohnt hätte. Mit einem Verlust von insgesamt 30 Millionen US-Dollar ist das auf jeden Fall ein ganz schöner Fail gewesen. Was war euer Highlight bzw. Lowlight? Was war der größte Fail in euren Augen oder kennt ihr noch andere Fails? Schreibt das unten in die Kommentare und macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao!